Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem zweiten Kanal hier auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich befinde mich am Stall, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Es ist jetzt gerade 9 Uhr. Ich habe gerade den Futter gegeben, weil wir ja ein Selbstversorgerstall sind. Und die Sonne scheint so wunderschön. Keine einzigste Wolke ist wieder da. Es ist wirklich ein Traum und heute habe ich meine erste Reitstunde auf meiner Kleinen und ich bin schon so gespannt, wie es wird. Ich hatte, glaube ich, Reitstunde, als ich 14 war, meine letzte, und deshalb bin ich mega nervös. Die Kleine frisst hier noch und ich bin mal mega gespannt. Mir wurde sie empfohlen von meiner lieben Freundin Maria, weil sie hat ihr Pferd bei ihr im Beritt und sie schwärmt volle Kanne von ihr. Und ich habe gesagt, okay, dann probiere ich das auch mal aus. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie das so wird und vor allem, wie es uns dabei geht. Ich weiß es nicht. Gestern standen die Kühe um den Sandplatz herum, da hat sie schon auch so, wollte sie abhauen. Aber ich bin gespannt, ob wir uns da konzentrieren können. Aber ich glaube, die Cindy macht das schon. Ich bin mega nervös, sage ich euch, und ich probiere euch natürlich dann mit zu filmen, vorausgesetzt meine Reitlehrerin, die Cindy, macht das oder mag das, weil wenn nicht jeder will auf YouTube sein, das verstehe ich auch, gell? Aber wir wollen auf YouTube sein, meine Maus, ne? Jo. Ja, und wie gesagt, sie isst jetzt noch, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, da soll sie jetzt auch noch schön essen, damit sie fit ist, gell? Mhm, ja. Und dann mache ich sie fertig und ja, dann nehme ich euch einfach mal mit und ich bin selbst gespannt, wie es wird. Ich glaube, ihr habt noch nicht ihr neues Halfter gesehen, vorausgesetzt, ihr habt es noch nicht auf Instagram gesehen. Da habe ich euch natürlich ein Bild gezeigt, Goh, mit deinem wunderschönen pinken Halfter. Jetzt habe ich sie jetzt mal rausgetan, jetzt putze ich sie, Goh, und jetzt essen wir mal nichts. Jetzt haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Weil meine Reitlehrerin hat sich verspätet, das hat eigentlich ganz gut gepasst, weil dann konnte sie ungefähr noch eine Stunde jetzt essen. Und ja, jetzt kannst du ein bisschen rasten, während ich dich putze. Und dann geht's zu unserer ersten Reitstunde. Bist du nervös? Bist du auch nervös? Ich bin nervös. Go? Jo, ich bin nervös. Bist du auch nervös? Du weißt noch gar nichts von deinem Glück, gell? Du weißt noch gar nichts von deinem Glück. Ja. Du weißt noch gar nichts von deinem Glück. Opa. So, ich hole jetzt mal kurz mein Handy. Ach, Handy ist hier. Wollen wir ein Foto machen zusammen? Hast du Lust, ein Foto zusammen mit mir zu machen? Guck mal hier. So, los geht's los. Putzen, putzen, putzen. Schaut mal bitte, wie kahl sie auch geworden ist bei der Stelle, wo sie den Pilz hatte. Aber es wächst richtig schön jetzt wieder nach und ich krieg längst nicht mehr so viele Haare raus wie damals und das Mittel hat richtig gut geholfen, da bin ich auch so froh drum, also das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auch Pilz haben solltet, also Hautpilz bei euren Pferden, das war super. Ich habe sie dreimal waschen müssen, genial. Und was halt auch positiv ist, ihr müsst halt dieses Waschding nicht nochmal abwaschen, ne? Also ihr lasst es dann einfach auf der Haut drauf. Was auch super praktischer ist, weil ihr müsst dann nicht nochmal waschen. Reitstunde ist beendet. Ihr habt nichts gesehen. Ich kann es euch erklären. Ich war mit meinem kleinen Pony. Wir waren auf dem Sandplatz. Ich habe mich draufgesetzt und dann meinte sie, sie möchte sich auch mal draufsetzen. Und ja, dann war es so, ich hol dir schnell ein Müsli, warte. Dann war es so, dass die Kühe rausgekommen sind auf die Weide. Die sind nämlich da jetzt neu. Die dürfen da auf die Weide jetzt raus. Und gegen Kühe, da flippt sie ja aus, weil sie so Angst hat. Und dann hat sie gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, geh runter. Und dann hat sie sie in der Hand, also die Zügel in der Hand gehabt. Und sie ist total abgegangen. Sie war so kuckig und ist um sie herum gekreist.
Also mega, wie sie das gemacht hat, bis sie dann gesagt hat, es hat keinen Sinn. Sie macht die Zügel ab und macht dann Freiarbeit. Ja, was frisst du denn da? Hast du Hunger, hä? Dass sie Freiarbeit macht. Und sie ist dann wirklich, tatsächlich ist sie dann ruhiger geworden. Aber wirklich, das hat echt lange gedauert. Sie hat dann noch so ein bisschen geguckt, ne? Ganz klar. Aber es waren dann ihr die Kühe zum größten Teil dann wieder, also nach einer langen Zeit, egal. Und wir haben dann quasi nur Freiarbeit gemacht. Also, ja, wir haben dann uns nicht mehr draufgesetzt. Ich muss gerade das Mineralfutter noch reingeben. Und deshalb habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich habe die Cindy gefragt. Mega cool, so cool. Sie ist außerdem mega nett, also ich kann sie euch nur empfehlen. Ich werde sie euch unten in die Infobox verlinken, weil sie hat eine Facebook-Seite. Und ich hatte ja am Anfang so Angst und Gott, wenn ich irgendwas falsch mache oder so, keine Ahnung. Habe ich halt, so bin ich halt. Und sie meinte, kein Stress, alles. Hey, lass du mein... geht's eigentlich noch? Lass mein Helm! Von Ita! Hey! Lass meinen Helm in Ruhe! Sag mal! Runter, Fuß! Hey! Hat er geschmeckt? Ja? Wahnsinn! Leute, mit der erlebe ich was. Mein Helm. Übrigens mit Glitzer. Gleich! Es gibt gleich Essen. Warte! So, auf jeden Fall. So lieb, so nett und total ruhig, relaxed. Und die Kühe, das war halt, es war eine Kuh da, die war richtig gemein. Die ist dann immer wieder zu uns hergekommen, aber richtig so dumm, 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 dumm. Und direkt an den, an Sandplatz hin. Das war halt echt scheiße, weil sie war dann total unkonzentriert. Aber sie hat sich dann wirklich, sag ich mal, zähmen lassen. Also ihr war es dann irgendwann egal. Und also, was richtig cool ist, sie kommt jetzt halt, zweimal die Woche, die Cindy. Das haben wir jetzt halt ausgemacht. Und wir trainieren und ich darf auch filmen. Also ich habe natürlich die Cindy gefragt, weil ich kann ja nicht einfach meine Kamera aufstellen, ne? Das versteht ihr vielleicht auch. Und ja, meine Kleine kriegt jetzt halt mal das Müsli. Ich nehme euch mal mit, weil die flippt nämlich halber da hinten aus. Ich warte aber, bis sie ihren Fuß abgestellt hat, sonst komme ich nicht. So, jetzt komme ich. Und ja, da werde ich euch natürlich dann teilhaben lassen, wie das alles so wird. Weil sie meinte, als sie sich draufgesetzt hat, dass da gar nichts vorhanden ist. Also ich wusste ja, dass sie ein Kutschpferd ist. Und eben, wartest du kurz. Und eben, dass sie ab und zu geritten worden ist, aber wirklich nicht viel. Und bitteschön, hast du gut gemacht heute. Die ist noch total verschwitzt jetzt. Und auf jeden Fall... ja, hat sie halt gegeben, sie kommt zweimal in der Woche und ich bin auch immer dabei. Also ich setze mich dann danach, habe ich gesagt, dann immer drauf. So haben wir das ausgemacht, gell? So sind wir jetzt verblieben. Und ja, ich bin jetzt halt einfach mal gespannt, wie es wird. Und dann habe ich ein tolles Pony. Gell? Ist natürlich auch immer so eine Kostensache, ne? Muss man natürlich sich auch überlegen. Aber ich denke mir halt lieber, ich habe ein gut ausgebildetes Pony bzw. halt Pferd, anstatt dass ich dann später einfach Probleme mit ihr habe. Und deshalb kommt sie da jetzt einfach. Die hat mir einen guten Preis, finde ich, gemacht. Klar, darf ich jetzt halt, muss ich jetzt halt mal schauen, dass ich mal dann nicht so viel kaufe was anderes und so viel ausgebe. Aber da ist es mir echt mehr wert, dass mein Pferd gut ausgebildet ist und deshalb machen wir das jetzt. Ich habe zuerst gesagt, ich schlafe jetzt noch eine Nacht drüber. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal, das machen wir jetzt gleich. Und ja, vielleicht fangen wir schon nächste Woche an. Ja, das wird natürlich cool. Und da nehme ich euch natürlich jetzt mit auf die Ausbildung von meinem Pferd. Gell? Ja. Das wird sicherlich spannend und cool. Jetzt hat Fussi gerade ganz, ganz gechillt. Gell? Und heute Nachmittag gehe ich auch noch mal an den Stall, aber da werde ich euch nicht mitnehmen, weil wir lassen sie jetzt langsam angrasen. Ich bin schon bei 20 Minuten, darf sie immer schon grasen. Und heute gehe ich eben mit meiner Freundin Nadine, mit ihrem... Oh, danke, dass du mich hier anschlutzt. Mhm, danke. Hallo, geht's noch? Lecker. Treffe ich mich, ich hole sie ab, so halb drei. Und ja, da werden wir dann unsere Pferde nehmen und dann auf die Wiese hier drüben gehen.
Da gehe ich nämlich jetzt halt immer hin. Hallo. Deine Banane ist da noch drin. Jo, magst du nimmer? Hä? Magst du nimmer? Ui. Ja. Nicht auf mich jetzt. So. Toll, ich habe hier alles jetzt halt verteilt. Guck mal, die Banane ist hier noch auf mir. Wie gut, dass es eine schöne Reiterhose ist. So. Auf jeden Fall, das ist so mein Plan jetzt halt mit ihr. Und auch, weil mich immer so viele fragen, wie sie ausgebildet worden ist. Sie ist eigentlich nie ausgebildet, außer halt ein Kutschpferd gewesen. Und ab und zu saßen halt dann ein paar Reiter drauf. Jetzt bei dem Verkaufsstall, woher ich sie habe. Und deshalb gibt es jetzt eine gescheite Ausbildung, hoffentlich. Jo. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt halt wieder nicht beim Reiten gefilmt habe, beziehungsweise mich beim Reiten, weil euch ist es ja so wichtig, mich beim Reiten zu sehen. Weiß ich auch nicht warum. Für mich ist halt Reiten auch nicht alles. Ne? Mein Pferd ist halt auch dafür da, dass ich mit ihm Spaß habe. Und ich bin auch nicht jeden Tag reiten. Also ich bin zwar fast jeden Tag am Stall, ne? Aber dann mache ich Bodenarbeit, dann gehe ich spazieren und ausreiten und immer wieder was anderes und nicht jeden Tag reiten. Also das tue ich nicht. Aber wenn es soweit ist, werde ich natürlich filmen. Ich weiß, dass ihr das jetzt sehen wollt und deshalb werde ich das natürlich auch machen. Und ich probiere das natürlich so schnell es geht euch zu zeigen, weil es so eben so viele interessiert. Und jetzt gehen wir nach Hause. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wir müssen noch hier ein bisschen aufräumen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!